Hallo zusammen, grüß dich raus. Wir haben jetzt 2 Tage lang einen Podcast übersetzt. Erster Podcast von Snickiro, der Community-Podcast. Dann der Community-Podcast von iRed7, wo auch Nikita dabei war. Und zeitgleich zu dem Podcast kam auch noch der Patch, der 3 Stunden lang gedauert hat mit dem Aufspielen. Wir waren alle ziemlich nervös und haben uns gefragt, was denn da kommen mag. Und Nikita konnte dann eben im Podcast direkt live erzählen, während der Patch freigegeben wurde, was es damit auf sich hat und was es sonst noch so gibt in der Welt von Escape from Tarkov. Wir fassen zusammen. Let's go. Wir haben jetzt gerade den Patch live geschaltet, in der Minute, jetzt gerade. Und wir hoffen, dass alles stabil ist und funktioniert. Nikita kam praktisch in den Podcast, während der Patch aufgespielt wurde, hat noch mit seinem Team kommuniziert während dem Podcast und Dinge noch korrigiert, die zu korrigieren waren. Also es war schon sehr, sehr spannend zu sehen, dass er das alles parallel irgendwie versucht zu managen. Und er hat direkt erzählt, was in dem Patch drin ist. Nämlich ging es da um die Operational Tasks, um die Dailies. Und zwar ist es ein Algorithmus, der eingeführt wurde, um sozusagen jeden Spieler individuell zu begleiten und zu lernen, wie dieser Spieler spielt. Ein Spieler, der ein niedriges Level hat, bekommt ab sofort Daily Quests, die relativ einfach sind und relativ niedrige Belohnungen geben. Spieler, die sehr ein hohes Level haben, also Level 60, 70, bekommen entsprechend relativ schwere Quests mit sehr, sehr guten Belohnungen. Schafft ein Spieler diese Quests nicht in der angegebenen Zeit von 24 Stunden, dann bekommt er als nächste Aufgabe eine Quest, die entsprechend leichter ist. Das heißt, der Algorithmus lernt, ob der Spieler solche Quests schafft oder nicht, ob er die Aufgaben zu hoch oder zu niedrig angesetzt hat. Das heißt, schafft ein Spieler ständig die Dailies, dann werden die Dailies immer anspruchsvoller und die Belohnungen steigen auch entsprechend. Der Algorithmus soll sogar so funktionieren, dass die Art des Spielers auch analysiert wird. Also ist ein Spieler eher ein PvP-Spieler? Ist der Spieler jemand, der die ganze Zeit nur lootet und Kämpfen aus dem Weg geht? Auch das soll dieser Algorithmus verstehen und im Laufe der Zeit lernen. Dabei ist es so, dass prinzipiell 3 Schwierigkeitsgrade existieren. Das heißt, jeder Spieler hat die Möglichkeit, eine etwas leichtere, eine mittlere und eine etwas schwerere Quest zu bekommen. Wird der Schwierigkeitsgrad rauf oder runter gesetzt, ändern sich sozusagen alle 3 Aufgaben in ihrer Schwierigkeit. Da dieses Feature eigentlich erst in 12.12 kommen sollte, wo auch erwähnt hatte, mit dem Vibe, also hier hat er sich ein bisschen vielleicht versprochen, also es ist auf jeden Fall erwähnt worden, 12.12, Vibe, und da sollte eigentlich dieses Feature kommen. Dadurch, dass es erst in 12.12 kommen sollte, war das Feature auch etwas anders geplant. Jetzt können sie es aber gut nutzen, um zu lernen, wie das Feature funktioniert, was kann der Algorithmus gut, was kann er schlecht, und entsprechend dann in 12.12 nochmal die nächste Variante zu veröffentlichen, die dann nochmal viel, viel besser sein wird. Er hat auch ganz klar gesagt, dass dieser Patch jetzt sozusagen vorgezogen wird, damit die Spieler auch wieder mehr zu tun haben. Diese Dailies werden sicher nochmal eine Art MMO-Feeling in das Spiel reinbringen mit täglichen Aufgaben. Es folgen ja bald auch die wöchentlichen und monatlichen Aufgaben, die in der Schwierigkeit entsprechend auch nochmal angepasst werden. Und der Algorithmus kann jetzt schon lernen für diese Folgequests, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Wer jetzt übrigens denkt, dass das gemacht wird, damit die Spieler möglichst alle ihren Kappa-Container bekommen, der irrt. Also es wird sicher einen guten XP-Boost geben. Allerdings hat er auch nochmal an dieser Stelle bestätigt, dass der Zwischencontainer definitiv fest geplant ist. Wir sagen jetzt mal von unserer Seite aus, dass das der Omikron-Container sein wird. Er meinte, dass da noch einige programmiertechnische Dinge fehlen und dass ein Container kommen wird, der die Lücke zwischen Epsilon und Kappa-Container definitiv schließen wird. Wichtig auch an dieser Stelle, diese Quests generell bekommt ihr erst ab Level 5, also mit Level 1 bis 4 nicht wundern, warum ihr sie nicht habt. Und sie werden eure Reputation weder positiv noch negativ verändern. Das heißt, der Händler behält seine Reputation mit den Hauptquests und diese Daily Quests beeinflussen das überhaupt nicht. Die Quests selber werden bei allen Händlern verfügbar sein, wobei jeder Händler etwas andere Quests hat. Zum Beispiel wird Frau Doktor eher verlangen, dass ihr medizinisches Material besorgt oder eben Essen und Trinken mit aus dem Raid bringt, während zum Beispiel Mechanic eher verlangt, dass ihr eine Waffe aus dem Raid mitbringt. Bei diesen Quests handelt es sich generell um Kill-Quests, um Sammel-Quests und um Überlebens-Quests. Was aber auch eine Art von Quest sein wird in Zukunft, ist eine globale Quest. Er hat hier die Zahl 20.000 genannt. Das heißt, eine Aufgabe könnte zum Beispiel sein, dass eine Fraktion, also zum Beispiel die Bears, 20.000 Usex töten müssen, um dann gemeinsam ein Ziel zu erfüllen. Eine Quest dauert 24 Stunden. In der Zeit könnt ihr die Quest annehmen und auch schaffen oder nicht schaffen. Ihr wisst, wenn ihr die Quest schafft, dann steigt der Schwierigkeitsgrad, wenn ihr sie nicht schafft, dann sinkt der Schwierigkeitsgrad und wenn ihr die Quest nicht annehmt, dann bleibt der Schwierigkeitsgrad gleich, also ein Reset der täglichen Aufgaben immer nach 24 Stunden.
Waffenfehlfunktionen. 6 neue Waffenfehlfunktionen kommen ins Spiel. Gleichzeitig ist es aber so, dass Waffen mit einer Haltbarkeit von 95 bis 100 keine Waffenfehlfunktionen mehr bekommen können. Die neuen Waffenfehlfunktionen dagegen sollen eine großartige Bereicherung für das Spiel sein, so sagt Nikita, weil sie nochmal ein besseres Gefühl der Immersion geben. Auch wird das dazu führen, dass wir mehr und mehr auf Pistolen zurückgreifen müssen. Also Pistolen werden im Spiel jetzt einen viel, viel mehr Sinn bekommen. Und um das zu fördern, soll man schnell auf eine Pistole wechseln können, wenn eine Waffenfehlfunktion eintritt. Das heißt, der Waffenwechsel von Hauptwaffe zur Pistole wird beschleunigt. Nikita hat außerdem den Arena-Modus erwähnt. Leider haben wir hier nichts Neues erfahren. Arena-Modus ist weiterhin im Fokus. Es wird bald rauskommen. Es wird ein eigenständiges Spiel. Und eine Neuigkeit doch, dass die Besitzer einer EOD-Version jetzt doch höchstwahrscheinlich die Arena kostenlos bekommen werden. Und dass die Killcams möglicherweise, die ja durch die Arena eingeführt werden sollen, möglicherweise dann auch in EFT selber Einzug finden werden. Wie genau das implementiert wird, weiß er noch nicht genau. Er könnte sich vorstellen, dass man in einem Raid von Escape from Tarkov eine Kamera kaufen muss, die man an den Helm anbringt und dass man dann im Anschluss sozusagen, also seine eigene Killcam hat, dass man dann sozusagen die Abschusssequenz dann nochmal sehen kann im Hideout. Was die Arena selber angeht, alles bestätigt, die PvP-Kämpfe 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, Geiselbefreiung, Kämpfe mit Freunden, Unranked und Ranked-Spiele und so weiter, also ein relativ kompetitiver Modus, der auch für Casual-Spieler höchst geeignet sein wird. Wir haben ja bereits in einem Developer-Podcast gehört, dass ein Entwickler gesagt hat, er wünscht sich das Release-Datum Ende 2022, dass sie das einhalten können. Und jetzt hat Nikita selbst das erste Mal wirklich auch dazu Stellung genommen, hat gesagt, ja, wir möchten nächstes Jahr wirklich releasen. Und zwar vielleicht sogar nicht Ende des Jahres, hat sich so angehört, dass sie das so schnell wie möglich schaffen wollen. Gen-Features, die dazu gebraucht werden, sind schon sehr, sehr weit entwickelt. Also die werden das bald alles freigeben. Und einige optionale Dinge, die vielleicht vorher noch kommen sollten, also wirklich optionale Features, die werden dann später nachgereicht, damit das Release-Datum wirklich eingehalten werden kann und optionale Features dann später in DLCs nachgereicht werden können. Nikita hat außerdem während dem ganzen Podcast immer wieder Dinge aufgeschrieben, also Dinge, die die Caster angesprochen haben, zum Beispiel schlechter Loot auf Labs in Blue Room, hat er sich aufgeschrieben, wird er überprüfen. Gewisse Double Damage Fehler, möglicherweise Bugs bei gewissen Munitionstypen und Waffenkombinationen hat er sich aufgeschrieben, wird er kombinieren. Wenig Loot in teuren Schlüsselräumen auf Shoreline im Resort hat er sich aufgeschrieben und so weiter. Also er hat eine lange To-Do-Liste, die er überprüfen möchte. Also er hat das Feedback, was die Jungs und Mädels angebracht haben, direkt aufgenommen und will sich das anschauen, was ich auch super finde. Wir sind mal gespannt, was da auch noch bei rauskommen wird. Wir wissen ja, dass er relativ schnell Dinge ändern kann, wenn er es für richtig hält. Ja, ansonsten, ich bin sehr dankbar, dass ich bei dieser ganzen Geschichte dabei sein durfte, dass ich das wieder übersetzen durfte. Das war sehr, sehr spannend für mich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin gespannt auch auf die nächsten News, wann wir die nächsten News und Nachrichten bekommen werden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bleibt sauber. Und ich sage schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.